Die Coach Corner im November mit Thomas Dolak. Ja, Thomas, wir wollen nochmal auf das 4:1 gegen Frankfurt kurz zurückblicken. Der Coach hat in der Coach Corner, also schon weit vor dem Spiel, gesagt, also gegen Frankfurt werden wir nicht nochmal verlieren und hat sich da schon festgelegt, wir holen heute die Punkte. Was hat das Team euch, speziell ihn, so zuversichtlich gemacht? Ja gut, wir hatten eine gute Trainingswoche vorher nach der Pause. Ja, und wie Soga gesagt hat, zwei Spiele vorher gegen Frankfurt verloren. Das wollte man natürlich die Serie von Frankfurt beenden. Deswegen waren auch alle höchst motiviert. Spiel war auch gut, solide defensiv gespielt und haben dann ja gut zwei ins leere Tor gemacht natürlich. Aber auch wenn man Tobi Eder sieht, wie er dem letzten Tor ins leere Tor, wie er danach geht und nachsetzt. Und so ist es eigentlich übers, außer im zweiten Drittel, fand ich, haben wir mal teilweise ein bisschen den Faden verloren, aber ansonsten war es ein solides Spiel von Anfang bis Ende. Du sagst gerade zwei Empty Netter, es stand ja eigentlich 2-0, dann 2,5 Minuten vor Schluss wieder der Anschlusstreffer. Ich habe Alex Blank dann nach dem Spiel gefragt, der hat gesagt, jo, hast du schon recht, war dieses 2,5 Minuten vor Schluss dann das 2-1 kriegen, hat das wieder so ein bisschen Gefühl oder Erinnerungen an Köln hervorgerufen? Ja, ich denke nicht. Ich denke, die Jungs haben daraus gelernt oder wir haben alle daraus gelernt, dass ein Spiel 60 Minuten lang geht und man 60 Minuten lang konzentrieren sein muss. Ist egal, ob es nur 30 Sekunden sind oder 2,5 Minuten. Die Jungs haben es gut gemacht. Wie gesagt, wir haben dann, wie du sagst, das 2-1 kurz vor Schluss in Unterzahl bekommen. Aber die Jungs haben es dann gut zu Ende gespielt und wie gesagt, dann auch nochmal die zwei Empty Netter. Wie gesagt, ich war begeistert, wie Tobi danach geht und das Ding dann noch macht. Jetzt geht es heute gegen Augsburg. Tabellenvorletzter, nur ein Spiel der letzten 11 Spiele gewonnen, aber das Hinspiel ist schon ein bisschen her, war im September, 2-1 verloren. Was läuft heute besser? Ja gut, das Spiel in Augsburg, denke ich auch, das hätte in beide Richtungen gehen können. Haben wir auch ein gutes Spiel gespielt. Ja, dann zum Ende des 2-1 war auch wieder so eine Sache, war Anfang der Saison, da ein kleiner leichter Wechselfehler, dann machen wir schon wieder mit einem Fuß nach vorne und ja, so fressen wir das 2-1. Aber wie gesagt, heute in Augsburg darf man nicht unterschätzen, auch darf man nicht auf die Tabelle gucken. Die haben eine sehr, sehr gute Mannschaft, sehr gut offensiv. Und wenn man sich die Ergebnisse anguckt von Augsburg, ist alles ein Torunterschied. Es sind 3-2 gegen München, dann haben sie, glaube ich, 2-1 gegen Bietigheim gewonnen. Davor war es ein 1-0 gegen Mannheim in Verlängerung. Deswegen müssen wir heute auch wieder hellwach sein und fokussiert für 60 Minuten. Dann müssen wir noch über das Personal sprechen. Jakub Borzecki ist ja dann von der Frankfurt-Szene direkt ins Krankenhaus, weil die Blutung nicht zu stillen war. Dann hieß es, naja, vielleicht ist er dann wieder dabei. Aber er wird definitiv wieder heute noch dann in Berlin dabei sein, oder? Genau, also der hatte jetzt noch Sportverbot, weil wurde ja eine Arterie getroffen. Da war noch, glaube ich, die Gefahr, dass es wieder aufplatzt oder aufreißt. Und deswegen pausiert er jetzt noch bis nächste Woche. Und ja, ansonsten haben wir eigentlich einen gleichen Kader wie zum Ende des Spiels gegen Frankfurt, außer dass Heinzi wieder mit reinrutscht und einer von den Verteidigern in Sturm rückt. Ja, Nick Geithner heute im Sturm, aber das wollen wir jetzt noch gar nicht sagen. Von daher, alles klar. Vielen Dank, viel Erfolg. Danke, Dodi.